Bob fragt Pete Smeed: Wie lange feiert ihr Silvester, beziehungsweise wann ist Schluss und ihr geht ins Bett? Silvester ging dieses Jahr bis, ich glaube, 6:30. Und wir waren 23 oder so. Ja. Weil da ich das nicht wirklich groß feiere, gehe ich dann ins Bett, wenn ich müde bin, so wie jeden Tag. Da habe ich jetzt keine Uhrzeit gesetzt. Die 12 Uhr schaffe ich wohl. Ich habe jetzt TikToks gesehen von Leuten, die erstmal ihren Kindern vorspielen. Es wäre schon früher 24 Uhr, was ich ein bisschen lustig finde. Und die halt dann schon eingepennt sind vor 24 Uhr. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe mit Freunden reingefeiert. Mit Timo, seiner Frau und meiner Frau. Wir zu viert haben schön gezockt. Also so, Mensch, ärgere dich nicht und sowas. Haben Raclette gemacht und nachher sind Timo und ich noch rüber zu Dennis gegangen. Der hatte auch viele Freunde da und das war ganz cool. Oh, das ist unterschiedlich. Es kommt auf die Stimmung an, aber in der Regel wird es dann auch nicht länger als, weiß nicht, 1:30 oder so oder 2 Uhr, je nachdem, wie dann noch der Spieleabend so aussieht. Weil meistens spielen wir irgendwelche Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Escape Room, also so Escape Room Spiele und ja. Und wieder noch die Stimmung ist. Dieses Jahr waren wir leider krankheitsbedingt isoliert und haben wir das alleine gemacht. Und dann waren wir schon um 12:30 im Bett. Also war gar nicht so viel los dieses Jahr. Aber sonst eigentlich immer so 12:30.